Das ist ja eine ganz interessante Tendenz, über die wir reden sollten. Zum Beispiel mit Herrn Tüfekci, den wir gerade kennengelernt haben. Bei den jüngeren Türkischstämmigen in Deutschland gibt es offenbar weniger Bereitschaft, sich anzupassen, aber eben auch eine große Verbundenheit zur Türkei, eine auffallende Faszination auch für Erdogan. Ist es ein Ergebnis von Ablehnung? Glauben Sie, junge Türkischstämmige in Deutschland fühlen sich einfach abgelehnt, abgestoßen? Das kann ich von mir nicht behaupten. Also ja, ich fühle eine sehr enge Verbundenheit zur Türkei, das ist schon wahr. Aber wie erklären Sie sich, dass so viele sagen, Anpassung muss nicht sein? Ja, dafür habe ich kein Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also anpassen muss man sich überall. Aber es sind ja keine Einzelmeinungen, Professor Pollack. Das sind Zahlen aus Ihrer Studie. Haben Sie Verständnis für vielleicht auch den Frust derer, die sich eben abgelehnt fühlen, die sagen, ich bin hier nur Bürger zweiter Klasse, ich muss mich dann auch nicht anpassen? Ich denke, dass die meisten schon bereit sind, sich anzupassen, aber nicht zu allen Bedingungen. Also man möchte ernst genommen werden, man möchte in seiner kulturellen Identität wahrgenommen werden, man möchte seinen eigenen Glauben leben können. Und das ist die Bedingung dafür, dass man auch unter bestimmten Bedingungen bereit ist, sich anzupassen, aber eben nicht um jeden Preis. War uns die Integration in Deutschland zu lange wurscht, dass wir das so ein bisschen aus dem Blick verloren haben, dass hier türkischstämmige leben, die sagen, es ist eigentlich nicht mein Land, nicht wirklich mein Land? Ich glaube, es ist immer ein Problem, sich in ein Land zu integrieren. Das ist in den USA genauso wie hier. Überall hat man das Problem, dass man also auf der einen Seite zu seiner kulturellen Herkunft stehen möchte, stolz ist, vor allem die Türken sind stolz auf ihr Land, auf den wirtschaftlichen Aufschwung, auf die militärische Stärke, die internationale Anerkennung dieses Landes. Das ist ihnen wichtig. Und zugleich wollen sie aber auch teilhaben an den Errungenschaften, an den Möglichkeiten, an den Leistungen der deutschen Gesellschaft. Und man muss da einen Spagat machen. Es ist gar nicht so einfach, ja, auf der einen Seite gewissermaßen diese Herkunftsverbundenheit zu leben und auf der anderen Seite aber zum Beispiel, wenn es darum geht, Deutsch zu reden, ja, dann den Anforderungen der deutschen Leistungsgesellschaft gerecht zu werden. Demet Kilic ist zurzeit Wahlhelferin, genau, beim Referendum, das zumindest in Deutschland abgehalten wird. Und Sie haben uns heute noch erzählt, das ist hitzig da, da wird auch gestritten. Und mich wundert es offen gestanden, weil das sind ja Menschen, die in Deutschland leben. Mhm. Die könnten eine größere Gelassenheit vielleicht auch entwickeln für die politischen Fragen in der Türkei. Haben wir Bio-Deutschen da wirklich die Integration versemmelt? Haben wir es irgendwie verpasst, sie in den Arm zu nehmen und zu sagen, ihr gehört doch zu uns? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und auf jeden Fall muss ich einmal sagen, wir haben das natürlich nicht versemmelt. Wir haben das 1960 versemmelt, das stimmt. Da haben wir mit der Integration uns eigentlich als Deutschland nicht befasst. Aber heutzutage sind wir mittlerweile die dritte, aber auch die vierte Generation in Deutschland. Und mittlerweile, wenn wir das versemmeln, dann sind wir eigentlich selber schuld dran, dass wir uns hier in Deutschland nicht integrieren können. Aber Sie haben jetzt zweimal wir gesagt. Beim ersten wir meinten Sie wir Deutschen, ja, haben das in den 60ern versemmelt. Beim zweiten wir meinten Sie wir Türken, haben aber auch unsere Versäumnisse. Ich bin Deutsche und ich bin aber auch Türke. Ja, ja. Nur es ist, beim Zuhören muss man das ja auseinandersetzen. Ja, also das ist natürlich immer ein Konflikt immer wieder. Wir sind, wir haben natürlich die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit. Deswegen kann ich jetzt nicht mich distanzieren und sagen, ich bin eine Deutsche, ich bin keine Türken, auch genau andersrum. Wir haben es natürlich nicht versäumt. Wir können vielleicht eine Kritik daran ausüben und sagen, ja, unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, die sollte sich doch mal vielleicht mit den türkischen Verbänden in Deutschland zusammenfassen und sagen, kommt doch mal alle zusammen, lass uns doch mal zu einem Dialog führen. Was machen wir falsch, dass wir das immer wieder jetzt, zu der heutigen Zeit, mit der jetzigen Politik, was jetzt gerade ist, so aktuell und so heiß, was machen wir eigentlich falsch, dass wir alle sozusagen auseinandergespaltet werden? Ja. Dazu sollten wir kämpfen, dass wir nicht auseinandergespaltet werden, sondern dass wir wieder zueinander führen können. Wobei sich, ich weiß nicht, ob sich gelebte Integration dann so im politischen Dialog verorten lässt. Entscheidend ist ja auch so Lebensrealität, auch religiöse Praxis beispielsweise, Herr Pollack. Da hatten wir diesen, finde ich, ganz fast alarmierenden Wert, dass so mehr oder weniger die Hälfte der Deutsch-Türken die Gebote des Islam für wichtiger erachten als die deutschen Gesetze. Ist es am Ende vielleicht sogar ein Problem dann doch mit dem Islam? Gehört er dann doch nicht zu uns? Sind Muslime nicht integrierbar oder mache ich es mir zu einfach? Also der Islam ist ein ganz zentrales Problem in der
Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Türken. Also der Islam ist eigentlich ein Bereich, wo sich tatsächlich die Meinungen spalten. Die meisten der befragten Deutschen sagen, dass sie den Islam verbinden mit Fanatismus, mit Gewaltbereitschaft, Unterdrückung der Frau. Das ist die Mehrheit, die das sagt. Und die Mehrheit der von uns befragten Türkeistämmigen sagen das Gegenteil. Die sagen, der Islam ist friedfertig, er hat nichts damit zu tun, dass die Frau unterdrückt wird. Also da prallen die Meinungen aufeinander und ich glaube, im Augenblick können wir uns da nicht einigen. Was ich bemerkenswert finde, ist, wie leicht es Erdogan offenbar fällt, Deutsch-Türken, Türkischstämmige in Deutschland auch einzugemeinden und anzusprechen und sagen, ich bin an eurer Seite. Und viele sagen ja auch, das ist mein Präsident. Bei uns im Publikum sitzt Herr Seker, den wir im Film schon kennengelernt haben, der sogar mit Erdogans Unterschrift auf dem Auto unterwegs ist, obwohl er in Deutschland lebt und obwohl man ihm seine Herkunft eigentlich gar nicht anhört. Ist der Erfolg von Erdogan hierzulande vielleicht auch eine Mentalitätsfrage? Mögen Sie einfach diese Kraftmeier, so einen starken Sultan? Ist das? Erstmal, der Erdogan ist für mich kein Sultan. Wir kennen ihn, seinen Stammbaum ja. Also Sultan sollte man nicht ihn nennen. Er ist für mich kein Sultan. Er ist für mich ein Politiker, ein sehr charismatischer Politiker, der natürlich von einem gewissen Prozentzahl der Bevölkerung gewählt worden ist, demokratisch gewählt worden ist. Aber wenn ich es ergänzen darf, mit einem Auftreten, mit einer Rhetorik, ja, sag mal, mit der er als deutscher Politiker nicht mehrheitsfähig wäre. Warum hat er dann gut, auf Sie so eine Faszination? Ja, weil ja die Türken oder viele der Türken, hier lebenden Türken, aber auch in der Türkei, dort trifft, wo die Wunden sind. Und weil er die Probleme anspricht, die in diesem Land herrschen, die wir ja auch wenn wir hier in Deutschland leben, die wir ja 1:1 in der Türkei erleben. Sei es Wirtschaft, sei es Gesundheitswesen, viele Sachen, aber auch die Minderheiten, die in Türkei leben, dass er auch diese Probleme anspricht und sagt, ich bin euer Präsident für euch alle und nicht eine bestimmte Gruppierung. Ne? Und er ermutigt ja auch, er sagt, integriert euch ruhig, aber assimiliert euch nicht in Deutschland, werdet nicht zu ähnlich, finden Sie nicht, Herr Tüfekci, dass er damit auch einen Keil treibt zwischen Deutschen und Türken, dass er auch sagt, irgendwie, also passt bloß auf, dass ihr nicht zu deutsch werdet. Also wo er ist in Köln aufgetreten, er ist in Düsseldorf aufgetreten und ich war bei beiden Auftritten dabei. Und er hat an die türkische Bevölkerung, die in Deutschland lebt, appelliert, dass auf jeden Fall Integration, gute Schulen besuchen, dass wir die Türkei repräsentieren und deshalb auch auf uns achten sollen, dass wir die Sprache gut lernen. Das hat er appelliert. Aber dass man sich nicht assimilieren lassen soll, das hat er natürlich auch gesagt. Und das finde ich auch genau richtig. Also, ich bezeichne mich als ein religiöser Mensch und ich sehe da keinen Konflikt für mein Religiössein und den deutschen Gesetzen. Also ich sehe da keine irgendwelche Konflikte dazwischen. Ich kann meine Religion ausleben, aber ich kann auch meiner Verpflichtungen nachgehen, ohne dass ich die Gesetze irgendwie verletze. Haben Sie, Herr Professor Pollack, den Eindruck, Erdogan spaltet da ganz bewusst und möchte ganz bewusst Türken in Deutschland auch so eingemeinden zu sich ziehen und also von den Deutschen abgrenzen? Muss ich widersprechen. Ich habe genau dieses Gefühl, dass Erdogan natürlich ganz genau weiß, welche Wirkung seine Propaganda hat. Und die Türken, die hier leben, wollen auf die Türkei stolz sein. Erdogan ist der Repräsentant der Türkei. Und sie wollen einen starken Präsidenten haben. Sie wollen eine starke, mächtige Türkei haben. Und sie wollen stolz sein auf das Land. Und das bedient Erdogan, indem er den Westen, Deutschland angreift, Nazi-Vergleiche anstellt. Das ist schon ziemlich hart. Oder Menschen wie Frau Kilic auch klar macht, wenn sie einreist, wir halten dich auch mal für eine Weile hier fest, wenn du dich kritisch äußerst. Glauben Sie, dass das Methode hat? Haben Sie andere Geschichten dieser Art gehört? Also müssen Deutsch-Türken sowas wirklich fürchten, wenn sie hierzulande kritisch sind? Also ich befürchte das natürlich, ich befürchte das auch immer wieder bei mir, weil ich bin auch sehr aktiv, sozial, auch sehr in den sozialen Medien sehr, sehr aktiv. Und jedes Mal, auch heute in der Sendung, bevor ich hierher gekommen bin, schreibt mir meine Mutter und schreibt mir mein Papa und meine Bekannten, bitte, 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 sage nichts Beleidigendes und unterstütze lieber. Deswegen, es ist einfach, man muss sich in eins klar sein, es wird uns im Hintergrund einfach unsere Meinungsfreiheit einfach weggenommen. Das heißt, wir können hier in Deutschland zwar schön und gut posten, aber ich habe Angst, wenn ich in 2 Wochen in die Türkei fliege, dass ich da wieder
verhaftet werde, wie vor 2 Jahren, dass ich da 12 Stunden im Knast sitze, nur weil ich gegen ihn argumentiert habe. Ist das eigentlich in Deutschland auch möglich? Haben Sie schon mal so ein Verfahren gehört, dass man gegen Frau Merkel was kritisiert und dass man dann Angst hat und Befürchtungen hat, dass man da im Knast sitzen kann? Ich lese Herrn Tüfekcis Blicke und die von Herrn Seeker und weiß, hier könnten wir weiter diskutieren, da werden Sie nicht einer Meinung sein. Ich möchte mich aber an dieser Stelle einfach bedanken für die Bereitschaft, dass hier dieses Gespräch auch von verschiedenen Positionen und Ansichten möglich ist, obwohl die Stimmung derzeit so aufgeheizt ist. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns und mögen sich die Wogen auch in Zukunft wieder ein bisschen glätten. Licht ja an uns allen, dass wir gut miteinander auskommen. Danke Ihnen, danke Herr Seeker für den Besuch. Danke Professor Pollack.